Auf dem Weltmarkt kämpft VW mit Toyota derzeit um den Titel größter Automobilhersteller. Bei der heutigen Aufsichtsratssitzung des Konzerns geht es aber vor allem um interne Kämpfe. Im Fokus stehen der Umbau zum E-Auto-Konzern, aber auch die Personalie Diess. Der VW-Chef war zuletzt konzernintern in die Kritik geraten, weil er am Betriebsrat vorbei den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen durchrechnen ließ. Einigkeit wird im Aufsichtsrat wohl nur beim Geldausgeben herrschen. Insgesamt 160 Milliarden Euro will Volkswagen in den kommenden 5 Jahren investieren. Ein Glanzstück. In der Nähe zum Stammsitz Wolfsburg soll eine neue Fabrik entstehen. Ausschließlich für Elektroautos. Bau- und Planungszeit 5 Jahre. 5 Jahre ist natürlich sehr lange, bis so ein Werk tatsächlich dann ans Netz geht. Hier hat Tesla tatsächlich gezeigt, dass es schneller möglich ist. Und daran muss man sich eigentlich auch bei Volkswagen orientieren. Der amerikanische Hersteller Tesla ist viel kleiner, gilt aber als wichtigster Herausforderer. Konzernchef Herbert Diess wird nicht müde, dies zu betonen. Aber beim mächtigen Betriebsrat ist er in Ungnade gefallen. Denn der VW-Boss hatte kürzlich den Verlust von 35.000 Arbeitsplätzen als wahrscheinlich beschrieben. VW hat einen mächtigen Betriebsrat und den nicht einzubeziehen in solche Pläne ist natürlich eine fahrlässige Unterlassung. Und das hat man ihm auch äußerst übel genommen. Mühsam wird derzeit in Wolfsburg nach einem Kompromiss gesucht. Sieht so aus, als wäre er sehr wichtig für VW, denn die Pläne gehen ja nicht in die Richtung, dies abzusägen, sondern ihm weitere Vorstände zur Seite zu stellen. Das nimmt ihm die Macht im operativen Geschäft, aber generell wird er Vorstandschef bleiben. Eine Entlassung des Chefs würde an der Börse abgestraft. Kursverluste wären wohl unvermeidbar. Ja, nachgefragt bei meiner Kollegin Hilke Jansen in Hannover. Hilke, welche Entscheidungen sind denn nun vom VW-Aufsichtsrat heute da zu erwarten? Ja, die wichtigste Entscheidung vielleicht schon mal vorab. Es ging ja lange jetzt nach einer wochenlangen Hängepartie immer wieder um die Zukunft von Herbert Diess. Kann er denn bleiben oder muss er gehen? Und da wird die Entscheidung heute definitiv lauten, dass Herbert Diess bleiben kann. Man hat sich in Wolfsburg offenbar gestern Abend schon und auch heute im Laufe des Vormittags wird man sich auf einen Kompromiss einigen. Denn Herbert Diess als Konzernchef wird sich in Zukunft eher auf die allgemeine Konzernstrategie konzentrieren sollen und müssen und wird aus dem operativen Geschäft, ich sage mal, ein wenig entfernt. Es werden weitere Manager aufrücken in den obersten Konzernvorstand. Ihm werden also weitere Manager an die Seite gestellt. Und er muss das sehr wichtige, für VW sehr wichtige China-Geschäft abgeben müssen an den bisherigen VW-Markenchef Brandstätter. Das sind wichtige Entscheidungen. Und Herbert Diess soll sich eben mehr in Zukunft um Gesamtstrategien kümmern. Das zeigt für mich, diese Entscheidung, die da heute fallen wird, das zeigt für mich vor allem eins. Also Herbert Diess wird durchaus geschätzt für seinen Weitblick. Er erkennt Probleme. Er sieht, was angegangen werden muss. Er ist mutig genug, um auch Dinge anzusprechen. Aber im Alltagsgeschäft, vor allen Dingen im Umgang mit der Belegschaft, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in der operativen Umsetzung, da hat es zuletzt immer wieder gehakelt. Darum eben heute wahrscheinlich dieser Kompromiss. Also von daher unterm Strich heute, Herbert Diess kann bleiben, aber sein Radius wird ein bisschen eingeschränkt. Also voraussichtlich wird es mit Herbert Diess weitergehen. Welche Themen werden da heute noch besprochen? Ja, ganz wichtig und eigentlich überschattet eben von diesem Thema Herbert Diess noch wichtiger die traditionelle Planungsrunde. Immer wieder im Winter oder im Herbst-Winter setzt sich eben der Aufsichtsrat bei Volkswagen zusammen und entscheidet über milliardenschwere Investitionen für die kommenden 5 Jahre. 160 Milliarden Euro, darum wird es wahrscheinlich gehen in diesem Jahr. Wir haben es eben im Film schon gesehen. Und da geht es konkret um die Frage, welche Werke bauen eigentlich in Zukunft welche Autos? Wo wird nachgerüstet, umgerüstet? Wo wird modernisiert? Das ist auch immer so ein Wettlauf zwischen den einzelnen Standorten. Immer eigentlich ganz spannend und da werden wir auch heute wieder sehen, natürlich schwenkt Volkswagen insgesamt um, natürlich mehr in Richtung Elektromobilität, mehr Geld wird auch fließen in Software, in Vernetzung, in autonomes Fahren, also insgesamt, was wir sehen bei Volkswagen, dieser Abschied vom Verbrenner, dieser schrittweise, das wird sich auch heute wahrscheinlich zeigen, eben wieder in den Investitionen, es wird mehr Geld bereitgestellt für zum Beispiel Elektromobilität. Und wie schätzen Sie das ein, wird nach dieser Aufsichtsratssitzung nun wieder Ruhe bei Volkswagen einkehren, wird er eigentlich dringend benötigt, oder?
Absolut, und das ist eigentlich die spannendste Frage. Es kam doch zuletzt immer mit, ich sage mal, erschreckender Regelmäßigkeit zu einem großen Krach zwischen dem Konzernvorstand und dem ja mächtigen Betriebsrat bei Volkswagen. Es war zuletzt so wochenlang, dass der Betriebsrat eigentlich immer wieder formuliert hat, so kann es mit Herbert Diess, mit dieser Verhaltensweise eigentlich nicht weitergehen, so mögen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Darum bin ich fest überzeugt, auch wenn das heute niemand offiziell bestätigen wird, ich bin relativ überzeugt, dass es eine Art Klausel geben wird, eine Art Versicherung, dass eben Herbert Diess, wenn er noch einmal so provoziert, noch einmal am Betriebsrat vorbei irgendwelche Arbeitsplatzspekulationen in die Welt setzt, wenn es noch einmal zum großen Eklat kommt in Wolfsburg, dass Herbert Diess dann gehen muss. Ich glaube, vielleicht kann man mal den Vergleich ziehen mit dem Fußball. Ich denke, Herbert Diess hat jetzt eindeutig eine gelbe Karte gesehen und der Schiedsrichter hat eigentlich die rote Karte auch schon aus der Tasche gezogen. Er hat sie nur noch nicht hochgehalten. Und ich bin relativ überzeugt, sollte es noch einmal zum Eklat kommen in Wolfsburg, dann wird es eben die rote Karte geben, dann wird abgepfiffen und dann wird Herbert Diess auch gehen müssen. Spannend, wie es in Wolfsburg weitergeht bei VW. Vielen Dank, Helge Janssen, für diese Informationen. Trotz Materialengpässen und gestörter Lieferketten sind die deutschen Exporte im Oktober so kräftig gewachsen wie seit über einem Jahr nicht mehr. Mehr dazu von meinem Kollegen Stefan Wolf. Heute früh gab es aktuelle Exportdaten und die künden von einem goldenen Herbst für Exporteure im Oktober. Denn die Exporte sind gegenüber September um über 4% nach oben gegangen. Gegenüber Oktober vergangenen Jahres sind sie um 8,1% gestiegen. Und gegenüber Februar 2020, also der Zeit vor Ausbruch der Corona-Pandemie, sogar um 3,8%. Das heißt also, die Exporteure haben das Niveau erreicht, das sie vor dem Ausbruch der Krise hatten. Und sie haben es nicht nur erreicht, sie haben es auch übertroffen. Clemens Fuest leitet das IFO-Institut. Schönen guten Morgen, Herr Professor Fuest. Wenn Sie sich diese Exportdaten anschauen, kann man sagen, das Gröbste ist überstanden? Das kann man leider nicht sagen. Trotzdem sind die Zahlen bemerkenswert. Die Industrie leidet ja derzeit unter einem Mangel an Vorprodukten. Das heißt, da ist einiges an Sand im Getriebe. Trotzdem sieht man, dass die Unternehmen in ihrer Mehrzahl damit zurechtkommen und eben diese Exportzahlen erreicht haben. Bei all dem dürfen wir allerdings nicht vergessen, wir vergleichen uns ja mit dem letzten Jahr. Und das letzte Jahr war eben doch ein Jahr einer sehr tiefen Krise. Damals war das Niveau gering, auch bei den Exporten. Insofern ist die Erholung jetzt zu relativieren. Trotzdem ist das angesichts der Lieferprobleme nicht schlecht. Sie haben die Lieferprobleme angesprochen, Herr Professor Fuest. Wie ernst ist denn da die Lage? Man hört immer wieder von einer Chipkrise, dass die Automobilhersteller nicht genügend Halbleiter bekommen, um sie in die Autos zu verbauen. Wie sieht es in anderen Bereichen aus? Ja, leider betrifft das nicht nur die Autohersteller. Am IFO-Institut erheben wir seit Jahrzehnten von den Unternehmen auch Informationen über Lieferprobleme. In den letzten drei Jahrzehnten hat uns maximal 20% der Firmen gesagt, wir haben solche Probleme. Derzeit sind es in der Industrie aber über 70%. Das verdeutlicht, dass wir eine derartige Beschaffungskrise noch nicht hatten. Gleichzeitig sehen wir allerdings, dass die Unternehmen doch sehr flexibel reagieren und alles tun, um damit zurechtzukommen. Das sehen wir an den Produktionszahlen. Also das Ganze hält die Erholung zurück, aber vielleicht nicht so sehr, wie man hätte befürchten müssen. Die Deutsche Bahn will auch wegen der Corona-Lage in der Zeit rund um Weihnachten deutlich mehr Fernzüge einsetzen. Zwischen dem 22. Dezember und dem 2. Januar werde das Angebot vor allem auf stark befahrenen Strecken um rund 100 Sonderzüge aufgestockt, sagte der Vorstandschef der DB Fernverkehr Peterson der Funke Mediengruppe. Wer an den Feiertagen reise, sagte er, solle das auch in der Pandemie sicher tun können.